Servus zusammen und herzlich willkommen bei Monas Bastelein. Ja, heute habe ich das dritte Video für euch für Globaland, also das letzte für diese Kooperation. Und ja, ich setze euch den Link von Globaland, als auch die Sachen, die ich mir alle aussuchen durfte, unten in die Infobox. Und ihr bekommt mit Mona 10 einen 10% Rabatt. Und ja, schaut euch einfach mal um, die haben wirklich tolle Sachen. Und wie gesagt, man kann da wirklich ganz, ganz gewiss, also ohne schlechten Gewissen einkaufen, dass die Sachen irgendwie Plagiate sind oder so. Aber ja, kann man, wie gesagt, gut einkaufen. Dann hatte ich ja mit dieser Nummer, ich zeige euch die nochmal, aber wie gesagt, ich setze alles unten in die Infobox, hatte ich mir dieses 6er-Set mit den Tags ausgesucht. Und da zeige ich euch jetzt auf jeden Fall gleich meine Ergebnisse. Das ist einmal dieser Tag. Wie ihr sehen könnt, habe ich da Transparentpapier benutzt. Der Nachteil, ich habe es erstens verkehrt um drauf geklebt. Das heißt, wenn man es so umdreht, sieht man das. Das ist genau dasselbe wie da. Ich wollte es eigentlich verkehrt um drauf kleben, aber ja, es fällt nicht so auf. Dann habe ich meiner Crocodile, weil ich ja dazwischen was geklebt habe, nochmal das Loch nachgemacht und somit ist dieser Tag entstanden. Also man kann sowohl Transparentpapier, dann hatte ich die hier, als auch normales Papier verwenden. Ich habe hier eins mit so Blümchen und Blättern, kann man das sehen? Ja, man sieht's. Und habe einfach auf die Rückseite dann nochmal eins draufgeklebt, damit man, ja, damit es einfach schöner ausschaut. Ich finde, es schaut schöner aus und gerade wenn es so rumbamselt oder so, finde ich es, wie gesagt, schöner. Dann hatte ich das hier mit dem, weiß nicht, sind es auch Blumen? Ja, schaut auch aus wie Blumen. Da habe ich dieses draus gemacht. Da gab es bei Action ja mal dieses selbstklebende Papier. Da habe ich noch einiges an Blöcken da und ich fand es so schön, dass ich mir gedacht habe, für die Blumen ist es perfekt. Genau, habe dann hinten noch mal was Weißes draufkleben müssen, weil das ja selbstklebend ist. Und jetzt ist er ein bisschen dicker, ein bisschen stabiler. Und man kann die, wie gesagt, an ein Geschenk hängen. Man könnte aber genauso gut die Sachen auch auf eine Karte drauf machen. Und zwar einfach mit einem Brett befestigen. Und dann kann man das danach vielleicht auch als Einmerker für irgendwas verwenden. Also man kann wirklich solche Tags nicht nur an Geschenke, sondern für andere Sachen auch benutzen. Dann habe ich diese Monstera-Blätter waren noch mit dabei. Da habe ich einen Block gehabt, wo so kleine Monstera-Blätter drauf waren. Ja, man kann es noch sehen. Genau. Da ist dann der draus geworden. Dann war dieser Tag dabei. Also ich finde die, wie gesagt, richtig geil. Da habe ich auch aus so Actionblöcken so holographisches Papier rausgeholt. Finde ich auch richtig klasse. Und wie gesagt, auf der Rückseite ist es halt weiß, aber ist ja egal. Also meistens klebt man es ja so hin und wenn man, ja, wenn man es an eine Karte klebt oder so, bleibt es auch so. Dann habe ich das da, das ist die 6. Und man kann natürlich auch noch Aufkleber drauf machen, aber ich wollte halt zeigen, wie es mit den Tags alleine ausschaut. Es geht ja hauptsächlich um die Tags und deswegen wollte ich das jetzt ohne Verzierung machen. Und da ist, wie gesagt, auch ein, wie heißt denn dieses Papier? Gerade eben habe ich es gesagt, das ist Vellum. Vellum, so heißt es. Habe ich da nochmal zwischen reingeklebt und ja, da könnte man jetzt, wie gesagt, eine kleine Meerjungfrau, einen kleinen Fisch oder sonstiges draufkleben. Und ja, das war auf jeden Fall das da. Ich gehe mal ein bisschen weiter hoch, dass ihr alles sehen könnt. So, und dann hatte ich ja mit dieser Nummer das Halloween-Set. Und da habe ich erstmal, ich zeige euch erstmal die Stanzen einzeln. Ja, wir nehmen einfach die Rückseite von der Karte. Da war ja einmal diese dabei. Dann war diese dabei. Diese und diese. Das war, wie gesagt, ein 4er-Set. Und da habe ich jetzt auch nicht alles benutzt, sondern achso, ich habe ja schon die erste in der Hand. Habe ich einmal diese gemacht. Wie gesagt, ich habe die Hintergründe gewischt. Und nachdem ich von der einen Sorte Stempelkissen nicht so viele habe, habe ich die von Action benutzt. Und die kleinen viereckigen aus der Metalldose. Und die sind auch richtig toll, kann man dazu verwenden.
Dann habe ich diese Buchstaben doppelt ausgestanzt, einmal in Schwarz, einmal in der gleichen Farbe, wie der Cardstock hier ist, die Grundkarte, und habe es dann so ein bisschen versetzt aufgeklebt. Habe auf dem O dann noch so kleine Augen drauf gemacht, fand ich ganz lustig. Und auf die Sternchen habe ich dann noch ein bisschen Glitzer angebracht. Das war diese Karte. Dann habe ich dieses benutzt und habe mir überlegt, naja, es schaut ein bisschen leer aus, und nachdem ja die Schrift schon steht hier, habe ich einfach die kleinen Gespenster, die bei der einen auch dabei waren, die sind, wo sind sie denn, die kleinen Gespensterchen? Na, wo sind sie denn? Ach ja, hier. Die sind zwischen den Grabsteinen. Die habe ich einfach so ausgestanzt, habe sie dann abgeschnitten und habe sie jetzt einzeln aufgeklebt. Fand ich recht niedlich. Und die habe ich natürlich auch mit Glitzer versehen, weil wer mich kennt, weiß, ich liebe Glitzer. Und deswegen muss überall ein bisschen Glitzer mit drauf. Dann habe ich diese Karte. Na, ich finde sie fast ein bisschen too much. Aber ja, habe ich dann die Spinnennetze benutzt. Die hier. Und habe die Särge von den ganzen Gespenstern, die ich mit ausgestanzt habe, auch raus. Und habe gedacht, ich tue einfach die Buchstaben für Halloween drauf. Und ja, das ist meine dritte Karte. Genau. Also schaut euch gerne mal bei denen im Shop um. Die haben wirklich tolle Sachen, von Stanzen über Stempel, über ich weiß nicht, was sie noch alles haben, aber die haben richtig tolle Sachen. Schaut euch gerne um. Wie gesagt, ihr habt einen 10% Rabatt. Und ja. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag und bleibt mir alle gesund. Bis zum nächsten Video. Servus.